Victoria, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Victoria, um was geht's? Also, klingt ein bisschen lächerlich, aber ich habe ein ziemlich starkes Persönlichkeitsproblem. Nämlich? Ja, es ist so, und zwar, es geht halt darum, ich werde eigentlich nur als Sexobjekt gesehen. Und das macht mir ganz schön zu schaffen. Und zwar, früher war es genau das Gegenteil. Ich war absolut das kleine, stille, hässliche Entlein irgendwie. Und ein Mauerblümchen? Ja, genau. Und ich habe absolut zu Männern gar nicht so den Kontakt gehabt. Es wollte keiner mit mir was anfangen. Und dann dachte ich mir so, jetzt musst du was tun, jetzt musst du dein Selbstbewusstsein steigern, jetzt musst du an deinem Äußerlichen was ändern. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe mich dann halt mehr herausgeputzt. Ich habe versucht, selbstbewusster zu sein, was ich jetzt mittlerweile eigentlich auch bin. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Ja, ich höre es auch so ein bisschen. Aber du musst doch die äußerlichen Grundvoraussetzungen schon mitgebracht haben, dass du eigentlich eine attraktive junge Frau bist. Relativ früher habe ich nicht so gesehen. Ja, du hast dich vielleicht vorher auch vernachlässigt, kann das sein? Ja. Ja. Also wenn man dich jetzt, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, würdest du sagen, da guckt der, würde der schon hingucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt das Problem. Also du britzest dich auch auf, schick angezogen, sexy angezogen, tolle Frisur, geschminkt, Schuhe, weiß ich was alles. Ja, es ist halt so, meistens halt am dieses typische Wochenende. Ich habe halt ziemlich starke Schwierigkeiten. Ich lerne halt nur Männer kennen, die mit mir ins Bett gehen möchten. Die und wahrscheinlich nur auf diesen äußerlichen Lack abfahren. Ja, genau. Und ich habe auch schon versucht, mich zurückzuhalten. Ich habe wirklich versucht, mich nicht so aufreizend anzuziehen. Ich habe versucht, mich weniger zu schminken. Ich kann auch durch die Stadt ging, ungeschminkt, in Jeanshose, in Oberteil, ganz normal, ohne Ausschnitt, gar nichts, einen ganz normalen Rollkragenpulli anhaben und zugemümmelt, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. Und mir passiert immer dasselbe. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich jetzt so eine Aura-Ausstrahlung habe. Wobei eigentlich, Victoria, es ist doch toll. Meinst du, wie viele Leute dich jetzt beneiden, die kaum angeguckt werden von anderen, wenn du so erfolgreich bist? Du, das wäre mir aber lieber. Ich war in einer Zick-Situation. Ich hatte wirklich bisher nur Männer kennengelernt, die einfach nur immer gedacht haben, boah, ist die geil, oh, die will ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt flachlegen. Und ich stand halt echt öfters mal vorm Spiegel und habe mir wirklich gedacht, zieh dir eine Rasierklinge durchs Gesicht, weil ich damit sehr starke Probleme habe und ich weiß auch nicht. Ist das jetzt so ein bisschen kokett oder meinst du es ernst? Ich hab's ernst gemeint. Ich hab's bisher nicht getan, weil ich sehr gute Freundinnen habe, die halt sagen, die Männer sind es nicht wert. Ich meine, ich nehme es schon ernst. Ich weiß schon, dass attraktive Leute, attraktive Frauen ein großes Problem damit haben, weil sie nämlich in der Regel die Deppen anziehen, die Hirnis anziehen. Ja, genau. Und die wirklich tollen Männer sich von den Frauen auch fernhalten, weil sie denken, bei der habe ich eh nie eine Schnitte. Ne? Nee, es ist halt so, mir wurde immer nachgesagt, dass ich ziemlich dominant bin. Ja. Kann einerseits auch sein, stimmt schon, weil ich das halt aufgebaut habe als Schutzmauer. Ich werde auch, also obwohl ich diese dominante Art an mir habe, trotzdem ziemlich stark angemacht und ich versuche schon jeden Kerl von mir wegzuhalten, indem ich halt aggressiv werde durch verbale Aktionen, indem ich. Wie lange läuft das jetzt schon so? Du bist 21 Jahre alt. Wie lange läuft das, dass du darunter leidest, so wie du das gerade beschrieben hast? Seit meinem 16. Lebensjahr. Seit dem 16. Lebensjahr. Ach so. Ja. Das heißt, also seit dem 16. Lebensjahr britzest du dich auch so hoch? Ja, ich... vorher, als Jugendliche warst du nicht so attraktiv für die mit 16 hat's richtig angefangen. Hast du denn auch schon mal eine etwas längere, für dich auch befriedigende Beziehung gehabt? Nein, noch nie. Immer nur kurze Geschichten. Mein letzter Lebensgefährte, mit dem war ich dreiviertel Jahr zusammen. Wir haben auch zusammengelebt. Er hat im Endeffekt sehr gut bei mir gelebt. Er hat nicht richtig gearbeitet, also nur auf Provision, aber der war meistens zu Hause, hat krank gefeiert, er hat auf meine Kosten gelebt. Er hat einfach nur rumgesessen. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Ich bin Friseurin, ich arbeite abends bis 7 Uhr. Ich kam um 8 Uhr nach Hause. Ich durfte noch putzen, ich durfte noch kochen. Eine unbefriedigende Beziehung, ich höre es schon. Sehr unbefriedigend. Ja. Und, jetzt ist mir, ich wiederhole das nochmal, ich glaube dir das. Ich weiß, dass es oft ein Los von schönen Menschen ist. Alle denken immer, Mann, denen liegt die Welt zu Füßen. Aber die sind oft sehr einsam, das weiß ich. Das ist bei schönen Männern so und bei schönen Frauen auch so. Was kann man dagegen tun?
Erstmal sollte man schon froh sein, dass man gut aussieht und nicht entstellt ist oder hässlich ist oder weiß ich was hat. Dass man einfach auch das wertschätzt, auch trotz aller Probleme, die damit verbunden sind. Man kann natürlich schon ein bisschen was dran tun, ist in deinem Fall, wenn du sagst, dann unterlass es doch einfach, dich wirklich auch noch besonders sexy und aufreizend anzuziehen. Dann hast du schon mal so ein bisschen aussortiert. Ein bisschen sortierst du aus von Männern, die an dich rangehen. Der Rest ist einfach Geduld und warten, bis irgendwann eine Situation sich ergibt, dass du auf einen stößt, der nicht nur auf deine Äußerlichkeiten so bedacht ist. Das Problem ist, ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, weil ich bin in der schwarzen Szene, in der Gothic-Szene. Mhm. Und ich sag mal so, die meisten Leute sind dann halt, ja, die haben halt ihren Undercut, also oder einen Irokesenschnitt, die haben halt die Haare wegrasiert, auch die Frauen, ich zum Beispiel nicht, ich habe meine volle Haarpracht noch, aber es wird halt auch dann ziemlich, mit Lack- und Lederstil und es gibt halt, ja, in dieser Szene, ja, es sind halt nicht normale Leute, sag ich jetzt mal so, diese 0815 Leute, diese normalen Durchschnittsleute, die halt in der Norm halt so sind. Ja. Aber gerade in der Szene würde ich doch denken, dass du da auch auf Männer triffst, die eben nicht nur so auf diese Äußerlichkeiten Wert legen, oder? Relativ, denke ich mir mal. Also es gibt da halt sehr viele hübsche Frauen, es gibt halt sehr viele Frauen, die halt nicht so attraktiv sind, aber die meisten Frauen gehen mit den Männern auch ziemlich häufig ins Bett. Also für die zählt auch wirklich nur das Sexuelle, die schlafen sich dann von einem Menschen zum anderen. Ich kann das nicht. Nee, dann mach es auch nicht. Ich mache es auch nicht, nur ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich bin auch ziemlich brutal geworden, wenn mich irgendein Mann angepasst hat. Ich kann auch auf der Tanzfläche stehen. Ich werde umlagert, teilweise sogar von drei Männern gleichzeitig. Das ist mir letztens passiert, vor 2 Wochen. Und dann raste ich einfach aus. Ich stehe mit auf der Tanzfläche und schreie die an und ich glaube, jetzt, auf den Tisch stehe, lass die rauswerfen und alles. Ich glaube jetzt, Victoria, dass viele denken, mein Gott, die schneidet jetzt Fett auf und die will sich wichtig tun und die gibt an. Ich sage es nochmal, ich glaube es nicht. Ich glaube dir wirklich, dass die Situation so ist. Aber ich sage, unterstreiche nochmal, schätze es wert, dass du einen schönen Körper hast. Und, und nimm einfach hin, dass es eben auch damit Komplikationen gibt. Und nimm dich zurück und warte einfach ab. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Verweigere dich dieser Oberflächlichkeit, die du da anziehst. Ich garantiere dir, über kurz oder lang, du bist 21 erst, wirst du auch auf einen Mann treffen, dem du das abnimmst, dass der nicht nur auf dich steht, weil du so ein toller Schuss bist. Ja. Ja, meine Mutter sagt auch schon irgendwo mal den ganzen richtigen kennen, aber das ist so eine Sache. Ich will jetzt nicht meinen Märchenprinz kennenlernen, auf keinen Fall. Ich will jetzt nicht hier meinen Traumpartner fürs Leben kennenlernen, mit dem ich ewig zusammenbleiben werde. Es geht einfach nur daher, ich will respektiert werden. Und zwar als Frau, als menschliches Wesen und nicht als Gegenstand, der einfach nur zur Befriedigung des Mannes dasteht. Weil, ich sag mal so, wenn es mir darum ging, könnte ich auch woanders hingehen und da meinen Spaß haben. Aber ich will das ja nicht. Ich will ja jemanden haben, der mich ernst nimmt. Gut, so, das heißt also, du musst zurückweisen, zurechtweisen, das tust du ja auch, hast du gerade gesagt, du bist eine massive Frau, du bist auch dominant und letztendlich kannst du dann nur so deinen Weg gehen in der Hoffnung, dass du auf jemanden triffst. Ja, mehr geht nicht. Die Frauen, die reagieren teilweise auch ziemlich heftig. So. Wir wollen jetzt aber nicht weiter darüber jammern. Ja, ich weiß. Das regt mich ziemlich auf. heute gab es, ich habe es in den Nachrichten gesehen, eine Studie, dass die Deutschen, jetzt nicht auf solche Äußerlichkeiten bezogen, aber generell, das am meisten jammernde Volk sind. Und das darf nicht sein. Wir müssen auch mehr das Positive sehen. Und du musst auch das Positive sehen. Ja, schon klar. Und es wird kommen. Ich bin ganz 100% sicher, dass da irgendein toller Typ zu dir kommt. Nur das bringt ja nichts, wenn ich am Ende vorm Spiegel stehe und mir am liebsten das Gesicht zerschneide. Nein, das darf natürlich auch nicht passieren. Nein, nein, nein. Ich wünsche dir einen tollen Typ, der dich sehr respektiert und sehr ernst nimmt, Victoria. Ich wünsche es mir auch. Ja. Schreib mir mal, wenn du ihn gefunden hast. Mit Foto bitte. Von beiden. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss.